Robert Enke ist für Birgit Köster wie ein Spiegel. Ein toller, freundlicher, offener Mensch, wie sie sagt. Und auch krank, depressiv, wie sie selbst. Ein Foto im Stadion erinnert an die Nummer 1 im Tor von Hannover 96 und der deutschen Fußballnationalmannschaft. An die Trauerfeier denkt Birgit Köster oft. Abschied von einem Vorbild in einem Holzsarg inmitten von weißen Rosen. Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke das Leben, im Alter von 32 Jahren. Für ein paar Tage schien die Gesellschaft wie erstarrt. Wie war das möglich? Eine Nummer 1 in Wirklichkeit, ein Verlorener. Eine starke Persönlichkeit und doch am Abgrund. Aber es wurde auch abfällig über Robert Enke geredet, sagt Birgit Köster. Wie kann er seine Frau und das Kind alleine lassen? Und hat er dann auch mal an die Lokführer gedacht? Und ich habe nur gedacht, ja. Also ich kann es verstehen, warum er es getan hat. Hier wurde Robert Enke immer umjubelt. Das Niedersachsenstadion, wie es früher hieß. Heute hat ein Finanzdienstleister die Namensrechte gekauft. Überall auf den Tribünen Werbebanner, sogar während der Trauerfeier. Wo sonst die hannoverschen Fans ihre Mannschaft anfeuern, treffe ich mich mit Birgit Köster. Für die Trauerfeier im Stadion musste sie den Blumenschmuck herrichten, als Angestellte eines Gartencenters, das auch zu den Sponsoren des Vereins gehört. Nachts um 12 wurden hier samstags die Blumen angeliefert. Alle waren am Rotieren. Da ging es gar nicht mehr um einen tragischen Todesfall, sondern einfach nur noch darum, einen Auftrag erledigen zu müssen. Birgit Köster steckte den Kranz der Bundesregierung. Von ihrer eigenen Depression sollte niemand etwas wissen. In erster Linie hat mich das halt sehr erstaunt bis schockiert zu sehen oder zu hören, die Reaktionen meiner Kollegen, Kolleginnen. Jetzt kriegt er auch noch einen Kranz von der Regierung. Und so nach dem Motto, den müssen wir ja dann auch noch bezahlen. Und ja, unsere Steuergelder. Es gibt jeden Tag so viele, die sich umbringen. Und so, ja, vielleicht müsste man tatsächlich jedem, der so verzweifelt ist und hier nicht mehr leben will in dieser Gesellschaft oder unter irgendeinem Druck, vielleicht müsste man dem, ja, müsste jeder einen Kranz von der Regierung kriegen. Aber ich konnte es ja nicht sagen. Und habe das dann wahrscheinlich einfach nur geschluckt und gedacht, ja, du verstehst es auch einfach wahrscheinlich nicht, weil du noch nie in der Situation warst, dich so einsam und aussichtslos zu fühlen. Einsam und aussichtslos fühlte sich wohl auch Robert Enke. Eben nicht mittendrin und willensstark, wie ihn die Zuschauer erlebten, wie Birgit Köster oder ich selbst. Auch ich bin einer dieser Fans, für die der Fußball etwas Besonderes ist. Doch seit dem Selbstmord von Robert Enke ist vieles anders. Einen Tag nach dem Tod des Nationaltorwarts erlebe ich im Stadion eine Pressekonferenz, die Menschen aufrüttelt. Theresa Enke spricht offen über die Krankheit, an der ihr Mann viele Jahre gelitten hat. Depression. Wenn er akut depressiv war, dann war das schon eine schwere Zeit. Das ist klar, weil ihm auch der Antrieb gefehlt hat und die Hoffnung auf baldige Besserung und weil es natürlich auch die Schwere darin bestand, das Ganze nicht in die Öffentlichkeit hinauszutragen und weil es ein ausdrücklicher Wunsch war, aus Angst seinen Sport, unser Privatleben und alles zu verlieren. Ich wollte ihm einfach helfen, das durchzustehen und hat ihm auch immer gesagt, wir können andere Hilfe auch in Anspruch nehmen, wie die Klinik. Aber er wollte es nicht aus Angst, dass es rauskommt. Und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer. Zwischen Hannover und Nienburg liegt der Ort Eilwisse.
Hier warf sich Robert Enke vor einen Zug. Aber warum gab es für ihn keine andere Lösung, frage ich mich. Und was bedeutet die Krankheit Depression? Warum ist sie ein Tabu, ein Makel, ein Schatten? Antworten erhoffe ich mir von Menschen, die genauso an Depressionen leiden wie Robert Enke. Durch eine Zeitungsanzeige lerne ich sie kennen und bleibe mit ihnen viele Monate in Kontakt. Wie ein Labyrinth, so beschreiben sie ihren Alltag. Manchmal sei ein Ausweg in Sicht, aber dann stehe man wieder vor einer unsichtbaren Mauer, wie bei Birgit Köster. Einige Monate nach der Trauerfeier für Robert Enke und dem Kranz der Bundesregierung kam für die Floristmeisterin der Zusammenbruch. Die 34-Jährige gab die Arbeit im Gartencenter auf, wurde krankgeschrieben, begann eine Psychotherapie. In ihrem Leben habe sie sich immer wieder überfordert gefühlt, erzählt sie. Es allen recht machen wollen, sich selbst hintanstellen, immer nur durchhalten. Fast schleichend der Beginn der Depression. Ich hatte Angst, mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt irgendwie gerade nicht keinen Antrieb habe. Und ja, deswegen hatte ich auch oft halt Angst, einfach aufzustehen morgens. Weil irgendwie alles wie so ein Berg vor mir lag. Und ja, ich habe dann auch irgendwie ja auch Kontakte zu Freunden vernachlässigt. Ich habe auf Anrufe nicht mehr reagiert und ich wollte einfach irgendwie ja alleine sein oder unsichtbar oder nicht mehr erreichbar. 2009 hat sie in der Ausbildung, bei der Abschlussprüfung, beim Vorstellungsgespräch. Immer Konkurrenz im Nacken, Wettbewerb, Leistungsdruck. Wie eine Maschine soll die Seele funktionieren, doch irgendwann kommt sie ins Stocken, fällt aus. Viele meinen ja auch, das ist halt irgendwie ja, Anstellerei oder man ist faul. Und deswegen war für mich immer schwer zu sagen, also ganz offen auch darüber zu reden, dass ich unter Depressionen leide zeitweise. Und ja, ist irgendwie so ein Tabuthema und da haben ja auch wenig Leute Verständnis für. Gute Freunde von mir wissen das, aber ich habe da eigentlich auch wirklich lange mit hinterm Berg gehalten und habe das niemandem erzählt. Ich treffe mich mit der Psychotherapeutin Michaela Huber. Frage sie, wie man sich den Menschen in seiner Depression vorstellen kann. Es scheint so zu sein, als ob zwischen einem und der Welt eine gläserne Wand ist. Das ist ein gutes Bild für Depression. Man möchte da durch diese Wand, zu den anderen, wo es hell ist. Man möchte dazugehören, man fühlt sich so als Außenseiter. Man ist wie erstarrt, man ist wie kalt, man ist wie still. Man zieht sich auf das Engste zurück. Manche verlassen das Zimmer nicht mehr. Und doch kann man so weit sich zurückziehen, wie man nur sich zurückziehen kann. Man kommt gleichzeitig nicht dran, nicht raus und nicht rein. Nicht zu dem, was dahinter ist, was der Schmerz ist. Das schafft man in der Regel nicht alleine. Nach einer Weile geht die Depression nämlich nicht mehr von alleine weg. Manche haben es in Episoden wie eine Berg- und Talfahrt und andere, die haben es für lange Zeit. Ganz häufig ist Depression so, dass man eine kleine, sagen wir mal, Veranlagung mitbringt. Man könnte eine Depression entwickeln. Ob man die auch wirklich entwickelt, hängt von den Lebensbelastungen ab, die der Mensch dann erfährt. Vor allem von den frühen Lebensbelastungen. In Deutschland nehmen psychische Erkrankungen schon seit Jahren dramatisch zu, berichten Ärzte und Therapeuten. Mehr als 4 Millionen Menschen haben eine Depression, darunter immer mehr Kinder und Jugendliche. Sie gehört zu den folgenschwersten und am meisten unterschätzten Krankheiten. Eine Depression ist die häufigste Ursache für einen Selbstmord. Das Leiden kann jeden treffen. Hinter dem schönen Schein verbirgt sich ein Schattendasein. Eintönig, leer.
Die Delme, ein kleiner Fluss in der Nähe von Oldenburg. Der Gröckendorf, Landesbeamter für den Naturschutz, will hier die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel retten. Sich selbst zu retten, sich wertzuschätzen, zu achten, das habe er nie gekonnt, sagt der 52-Jährige. Wenn man schwerst depressiv krank ist, ist man vollkommen erschöpft. Ich könnte hier nicht stehen. Ich hätte nicht mal die Kraft, hier im Wasser zu stehen. Diese Antriebsschwäche ist so stark, das kommt ja aus dem Kopf, dass einem kleinste Bewegung so als unglaubliche Last und Arbeit eben vorkommen. Und das ist verbunden mit diesem, mit einer Vorstellung, es geht nie vorbei. Und das ist so unglaublich belastend. Man hat Angstgefühle, Hilflosigkeitsgefühle, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Und man denkt, man ist da drin. Man ist in dieser Hilflosigkeit drin, einem keiner hilft. Das ist also für jemanden, für einen Außenstehenden, ist das, das ist mir auch mittlerweile vollkommen klar, ist das ja geradezu verrückt. Und das macht das auch so, das macht auch diese Barriere aus, die man hat dann zu anderen Menschen, weil man sich eigentlich nicht erklären kann. 4 Psychotherapien hat Dirk Röckendorf hinter sich, ohne Erfolg. Seit 8 Jahren ist er Patient von Dr. Hajo Prahm. Langsam fühlt er sich besser. Ich bin morgens schwer und verzögert, das bin ich. Aber es ist mit den Medikamenten lange nicht so schlimm wie in den Phasen, wo ich also ganz schwer depressive Episoden gehabt habe. Ich sag mal, der Weg, der ist eigentlich so, das zeichnet sich ab, das ist schon der richtige. Weil von der Häufigkeit und vor allen Dingen von der Tiefe der Depression. Also die ist deutlich abgesenkt. Was natürlich aus unserem Gespräch auch deutlich wird, ist, was wir erreichen können, ist eine wirklich wesentliche Linderung, aber wir kriegen es nicht ganz weg. Ja, genau so. Genau so. Und wir müssen uns immer sozusagen anpassen und was Sie halt gelernt haben inzwischen ist auch mit dieser Krankheit zu leben und das auch zu akzeptieren, dass Sie dann eben Phasen haben, wo Sie nicht arbeiten können. Die weitere Behandlung von Dirk Röckendorf ist nicht gesichert. Schon seit 3 Jahren sucht Dr. Prahm nach einem Nachfolger für seine Praxis. Vergeblich. Hier in Oldenburg werden in absehbarer Zeit 4 psychiatrische Praxen geschlossen. Und zwar ohne Nachfolge. Wo sollen diese Patienten hin? Das ist der Grund, warum ich hier überhaupt noch sitze. Ich bin 68 und krieg's nicht übers Herz sozusagen, meine Patienten einfach im Stich zu lassen, weil ich ihnen auch nicht sagen kann, wo können sie hingehen. Ich kann ihnen zwar Namen sagen, aber ich weiß, was sie dort erwartet. Nämlich, dass denen gesagt wird, ihr könnt vielleicht im halben Jahr einen Termin kriegen. Dr. Prahm bittet uns in Oldenburg zu einer Podiumsdiskussion. Seit Jahrzehnten setzt er sich für psychisch Kranke ein. Immer weniger Mediziner, sagt er, entschieden sich nach dem Studium für eine Arbeit im psychiatrischen Bereich. Die jetzige Entwicklung führt zu unnötigem Warten und Leiden von Kranken und Angehörigen, zu Drehtürpsychiatrie, Verwahrlosung, Obdachlosigkeit und auch zur Zunahme von krankheitsbedingten Gewalttaten. Es scheint, dass wenn ein Psychiater einen Patienten wie Dirk Röckendorf behandelt, zahlt die Krankenkasse nur etwa 40 Euro pro Quartal. Psychotherapeuten dagegen bekommen mehr als 300 Euro. Psychische Erkrankungen sind bekanntlich. Es gibt lange Wartelisten. Jenseits der großen Städte, in der Region auf dem flachen Land, ist die Versorgungslage besonders schlecht. Der größere Teil der psychisch Kranken gehört weniger privilegierten Gruppen an. Und die werden benachteiligt. Und was hier passiert, ist nicht nur jetzt ein ärztliches Problem, es ist soziales Unrecht. Schreiben Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, gehen Sie denen auf die Nerven, schreiben Sie an die Politik, die müssen mit dem Problem konfrontiert werden, dass sie mit ansehen, dass hier soziales Unrecht passiert und dass kein Ende in Sicht ist. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Depression sind seit langem bekannt. Das macht das Unrecht nur noch größer. Die Entfremdung in der globalisierten Arbeitswelt wächst. Immer mehr krankheitsbedingte Fehltage im Betrieb, immer mehr Frühberentungen. Und immer die Angst vor dem Ende der Karriere, vor dem sozialen Abstieg. Klinikaufenthalte werden von den Betroffenen beim Arbeitgeber als Urlaub eingereicht.
Besserverdienende bezahlen eine Psychotherapie sogar aus eigener Tasche. Wir wollen alle funktionieren. Wir wollen alle, dass es irgendwie gut ist und schon klappt und wird schon. Und das kriegen wir hin. Und wenn wir eine Gesellschaft sind, in der Depression die Volkskrankheit Nummer eins ist, heißt das, dass wir etwas übersehen. Wir übersehen häufig das Leid, das die Menschen nicht gerne wahrhaben wollen, dass sie wegdrücken, dass sie unterdrücken, daher der Name Depression. Und wenn es so hervorbricht, wie es das tut zurzeit, und ja, schon eine ganze Weile eigentlich, wenn wir genau hinschauen, dann sollten wir uns damit beschäftigen, was wir alles nicht sehen wollen. Und das ist sehr viel Schmerz. Und niemand schaut sich den Schmerz gerne an, weder das Individuum noch eine Gesellschaft. Das Labyrinth des Alltags. Wenn die Menschen darin die Orientierung verlieren, ist der Schmerz nicht mehr wegzudrängen. Kein Infarkt des Körpers, sondern der Psyche. Kein Krebs an einem Organ, sondern an der Seele. So empfindet Ulla Stumm ihre Depression. Auch sie treffe ich über meine Zeitungsanzeige. Eine Frau, die die Last ihrer Krankheit nicht länger verschweigen will. Als Gefängnispsychologin hat Ulla Stumm fast 10 Jahre gearbeitet. Danach mehr als 12 Jahre im Bildungsinstitut des niedersächsischen Strafvollzugs in Wolfenbüttel. Bei den Auszubildenden war sie sehr beliebt, aber die zunehmenden Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern und Vorgesetzten konnte die 54-Jährige nicht mehr ertragen. Es gab eine Situation mit meinem Chef, nachdem ich glaube, 6 Wochen erkrankt war wegen Depression. Dann haben wir uns 2 Stunden unterhalten und ich habe 2 Stunden nur geweint. Und dann hat er auch gesagt, mit aller Deutlichkeit, wenn du jetzt noch einmal krank wirst, dann bedeutet das für dich das aus. Und das hat mich unheimlich unter Druck gesetzt. Also ich hatte so eine Angst davor, wieder krank zu werden. Und ja, ich bin es dann wieder. Und da war für mich auch klar, das ist das aus. Nach einem Selbstmordversuch kommt Ulla Stumm in die psychiatrische Klinik in Königslutter. Ausgerechnet hier erfährt sie vom Ende ihres Arbeitslebens. Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. 11 Monate lang bleibt Ulla Stumm in der Klinik, dann geht es ihr besser, sie kann wieder nach Hause. Gemeinsam mit mir besucht sie noch einmal die Station. Einige Patienten kennt sie noch. Na klar. Ja. Und auch, dass das so getrennt wurde. Man hat nach jeder Entlassung, ja, jetzt hält es. Ja, und dann kommen die Symptome wieder und dann weiß man schon. Der große Vorteil hier auf der Station war und ist, dass man nichts zu erklären braucht. Sie halten uns aus in unserer Verzweiflung, in unseren Drohungen. Und man wird nie mit solchen Floskeln vollgeredet. Denk doch an deine Kinder oder das darf man doch nicht oder wie auch immer. Man wird so angenommen und man wird so ausgehalten von den Schwestern und von den Ärzten. Dann erzählt Ulla Stumm, was Robert Enkes Verzweiflungstat für sie und die Patientin hier bedeutet hat. Als die Nachricht von der Selbsttötung Herrn Enke durch die Medien ging, trafen wir uns eigentlich alle unabgesprochen vorne im Atrium. Das war wirklich so eine Hoffnung, dass jetzt endlich dieser Krankheit mehr Beachtung geschenkt wird. Endlich mal ein Bekannter oder Berühmter, jetzt wird die Krankheit vielleicht anders anerkannt oder anders drüber gesprochen oder wie auch immer. Im Nachhinein, denke ich, haben wir uns etwas gewünscht, was aber eine Person alleine auch nicht schaffen kann. Auch nicht der Suizid von der Enke. Wenn wir unsere Krankheit nicht öffentlich machen, zerstört sie uns, sagt Ulla Stumm, als ich sie zu Hause besuche.
In der Klinik hat sie begonnen, ein Buch zu schreiben über ihre Depression, über die Kindheit, die Jugend, das Glück und die vielen Schichten des Schmerzes. Ein Schmerz, der in einem wirklich wütet wie Feuer und man kann nichts machen. Das ist so ein Teil, ein großer Teil bei mir gewesen. Und ich kenne aber auch Phasen, wo gar nichts war, wo alles leer war, wo ich eigentlich auch nichts mehr gefühlt habe. Aber es hat dieselben Auswirkungen. Wenn ich nichts fühle, dann muss ich irgendwas an mir machen, dass ich mich wieder fühle, dass ich mich wieder begreife, dass ich wieder weiß, ich bin noch da. Also die Reaktionen, die sind sehr ähnlich, ob man nun diesen Schmerz in sich hat oder ob man gerade in einer Depression ist, wo man überhaupt nichts spürt, wo man nicht aufstehen mag, wo man einfach nichts spürt. Und keine Antworten findet. Warum? Lange, lange keine Antworten findet. Lange keine Antworten findet und auch einfach wirklich hadert. Warum ich? Warum kann ich nicht so froh und freundlich und lachend wie andere leben. Warum ist alles schwer? Ulla Stumm ist zum dritten Mal verheiratet. Seit mehr als 8 Jahren tut ihr Ehemann alles, um seine Frau zu stützen. Doch auch er ist oft nur hilflos. Es ist ganz sicherlich ganz viel tiefe Liebe dabei, den Menschen so leiden zu sehen. Man kennt ihn ja anders. Man kennt ihn fröhlich, fest. Man kennt ihn aus dem Berufsleben. Man kennt ihn aus gemeinsamen Reisen mit den Kindern. Und dann dieser Einbruch geht nur zu halten, wenn man es akzeptiert und nicht wegdrückt. Ich denke wieder an Theresa Enke, ihre Worte, dass Liebe die Depression überwinden könne. Doch anders als Ulla Stumm hat der Nationaltorwart es nicht gewagt, über die Krankheit offen zu sprechen. Mein Weg, Depression zu verstehen, führt mich in ein Parkhaus. Wie ein leeres Parkhaus in der Nacht, so hat es mir die Psychotherapeutin Eva Busch beschrieben. So sehe es in einem depressiven Menschen aus. Wir neigen ja dazu, das Wort Depression oder depressiv leicht zu verwenden für einen Tag, an dem wir nicht so gut gelaunt sind oder an dem wir schlechte Gefühle haben oder an dem es uns nicht so gut geht. Und wir vergessen dabei, dass Depression eine Krankheit ist, die nicht durch freundliche Zuwendung oder durch einen menschlichen Kontakt oder durch Trost oder durch Unterstützung einfach behoben werden kann. Und ich habe dieses Bild gewählt, weil es für mich sehr gut das Gefühl oder die Lebenssituation zum Ausdruck bringt, die Depressive haben, dass sie nämlich in einer grauen, leeren, kalten, unbelebten Welt leben, innerlich. Psychotherapie funktioniert so, dass wenn er hier sitzen würde, hier im Parkhaus an der Wand, dass man schnell merken würde, dass Ansprache nichts nützt. Das wäre die normale Reaktion, mitmenschliche Reaktion. Und die Psychotherapeutin würde sich vielleicht daneben setzen, das ist das Bild,
und abwarten. Also erstmal akzeptieren, dass es ein Zustand ist, aus dem der andere nur selbst wieder erwachen kann. So wie hier im Parkhaus würde man spüren, dass die Welt wirklich so ist. Also indem man in Kontakt kommt mit der Trostlosigkeit des Depressiven, und das kann man nicht auf Dauer als Familienmitglied oder als Freund oder Bekannter, indem man in Kontakt kommt mit dieser Trostlosigkeit, findet ja ein erster Kontakt statt. In einer Depression gefangen zu sein, das sei wie in einem leeren Kühlhaus oder in einer Zelle, so beschreiben es die Betroffenen. Es sei wie in Watte gehüllt oder lebendig begraben. Doch der Selbstmord von Robert Enke hat den Menschen auch Mut gemacht, von ihrer eigenen Depression zu berichten. Auf der Suche nach Beispielen höre ich vom Kopernikus-Gymnasium in Bargteheide. Schüler sprechen mit Patienten des Heinrich-Sengelmann-Krankenhauses. Wer möchte anfangen? Woran haben Sie gemerkt, dass es Ihnen nicht gut geht, dass Sie depressiv sind oder eine solche Krankheit haben? Ich habe zuerst eigentlich gar nichts Konkretes gemerkt, sondern nur, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung war mit mir. Dass ich mutloser geworden bin, kraftloser geworden bin. Also ich habe bis vor 2 Jahren am Gymnasium unterrichtet, komme also sozusagen hier in eine Situation, die mir nicht so fremd ist mit Schülern. Und dieser Prozess, der hat sich dann schleichend immer mehr verstärkt, sodass ich mich immer mehr zurückgezogen habe in mich selbst und praktisch abgekapselt habe von dem Leben, was um mich herum war. Die Idee zu dem Projekttag entstand wenige Stunden nach Robert Enkes Tod. Das war das Entsetzen der Schüler, die bei diesem Fußballspiel waren und Freundschaft bis in den Tod gerufen haben. Und 2 Tage später war jemand tot. Und die dann am Nachmittag in der Schule geblieben sind, um von mir Antworten zu bekommen. Sie dachten, Biologielehrerin, die muss ja wissen, was dann bei einem Menschen im Kopf aussetzt. Und ich stellte aber natürlich ganz schnell fest, als Biologin weiß man das auch nicht so genau. Ich bin eben keine Psychologin. Und habe dann gedacht, ich muss jemanden finden, der meinen Schülern diese Fragen beantworten kann. Dann kam sehr schnell die Idee, eine alte Projektplanung wieder aufzugreifen, diese Institution, dieses Krankenhaus zu öffnen für das Gespräch mit der Bevölkerung vor dem Hintergrund der Stigmatisierung psychisch Erkrankter, aber auch vor dem Hintergrund, dass wir als Krankenhaus das benötigen, da auch eine Öffentlichkeit zu haben und auch die Möglichkeit, sich mitzuteilen und mit den Schülern oder anderen Altersgruppen ins Gespräch zu kommen, um sich da dann weiterzuentwickeln. Dieter Neumann, der Oberstudienrat, lädt mich zu sich nach Hause ein. Von seiner Frau lebt der 59-Jährige getrennt. Er habe ihr viel zugemutet, sagt er. Aber es gebe die Hoffnung, wieder zusammenzufinden. Und der Lehrer für Musik und Geschichte wird wieder an die Schule zurückkehren. Sein Alltagsrhythmus soll ruhiger werden, ganz anders als früher. Ausgehend von meiner Kindheit, wo ein sehr hoher Leistungsdruck auf mir gelegen hat, hat man dann irgendwie, weil nur Leistung zählte und nur Leistung auch Liebe bedeutete, Zuwendung, kam irgendwann ein Punkt in meiner jugendlichen Zeit, in der ich dann diesen Anspruch in mir selbst irgendwie so etabliert habe, dass er sich quasi verselbstständigt hat. Und das war plötzlich alles wie weggeblasen. Was ich erlebt habe, war eine völlige Taubheit, eine völlige Zurückgezogenheit in sich selbst, dass ich selbst meinen Körper und meine Psyche gar nicht mehr spüren konnte. Für mich war es klar, dass ich in die Klinik gehe, aber dieser Fall Enke hat mich also insoweit ganz klar und scharf in meinem damals überhaupt noch verfügbaren Denken gemacht, dass ich irgendwo wohl doch nicht so enden wollte wie Enke. Und insoweit war die Klinik für mich ein ganz großer Strohhalm, an den ich mich geklammert habe in dieser Situation. Und Gott sei Dank war es der richtige Strohhalm. Etwas Neues habe begonnen, sagt Dieter Neumann. Kein Leben mehr auf der Überholspur, sondern mehr Gelassenheit und andere Ziele. Überschaubare Dinge, die mir auch dann gelungen sind. Und das hat mein inneres Selbstbewusstsein natürlich Stück für Stück wieder aufgebaut und hat mir Mut gegeben, diesen Weg weiterzugehen. Also kleine Schritte, die Ansprüche an sich selbst, an mich musste ich also ganz enorm zurückschrauben. Und auch die Ansprüche an die Umwelt. Und das ist mir bis jetzt toi toi toi
gelungen und ich bin ja auch gerade dabei, mein Antidepressivum, was ich in der Klinik bekommen habe, auszuschleichen, weil zu seiner Zeit war es richtig, aber heute habe ich das Gefühl, ich brauche es einfach nicht mehr. Dieter Neumanns Weg ist kein Einzelfall. Es gäbe eine Art Erwachen im nächtlichen Parkhaus. Man könne aus der Kälte und Leere der Depression herausfinden. Das sagt mir Eva Busch, die Psychotherapeutin aus Hannover. Depression ist eine Krankheit, die in der Regel behandelt werden muss und die auch nur durch eine sachgerechte Behandlung letztlich gelindert oder geheilt werden kann. Es geht darum, dass man den Schleier nicht wegreißen kann, aber dass man Lust haben kann, wieder ihn zur Seite zu ziehen. Ja, sich auf den Weg zu machen und zu gucken und bescheiden zu sein und auch jemanden zu haben, der mit einem erträgt, dass bei der kleinsten Niederlage das Gefühl wieder bestätigt ist, es hat sowieso keinen Sinn und das Leben ist sowieso nichts für mich. Und dann dabei zu bleiben und nicht zu verzagen und zu sagen, dann harre ich wieder mit dir aus, dann gucken wir, bis der nächste Impuls kommt. Es bleibt immer dabei, dass der Impuls aus dem Inneren kommen muss und dass der von außen jemand braucht, der auf diesen Funken vorsichtig pustet, sodass er langsam wieder zu einem kleinen Feuer wird. Der Weg geht aus dem Inneren, aus dem Gefühl heraus, wenn ich mich jetzt bewegen könnte, dann könnte ich etwas verändern. Und dass ich mich bewegen will, ist der erste Impuls und der wird eben sozusagen unterstützt von jemand, der versteht, dass es nicht durch Zwang, nicht durch Aufmunterung, nicht durch Antrieb von außen geht. Eine akute sogenannte depressive Episode dauert zwischen 4 und 6 Monate. Die ambulante Behandlung bis zu einem Jahr, manchmal auch länger. Doch nur 10% der Erkrankten sucht einen Arzt auf. Der Grund, die Furcht vor der Diagnose. Die kooperative Gesamtschule Neustadt. An der nahegelegenen Bahnstrecke starb Robert Enke im November 2009. Wie überall in Deutschland gab es danach auch hier Menschen, die, wie es heißt, auf Enke-Art Selbstmord begingen. Wie Andi, ein 14-jähriger Schüler. Ich frage die Schülersprecherinnen, wie diese Ereignisse nachgewirkt haben. Und was geblieben ist, ist natürlich auch einfach ein Schock, der einem die Realität vielleicht sehr deutlich vor Augen führt. Also zu wissen, dass es einfach Menschen in dem Alter gibt, irgendwie mit 14 Jahren sich das Leben zu nehmen, das ist einfach was Heftiges, was man vielleicht höchstens aus dem Fernsehen kennt, aber eigentlich im eigenen Umfeld nicht kennenlernen möchte. Und dass sowas geht und dass sowas passieren kann, wenn man nicht aufmerksam ist, das ist vielleicht was man daraus lernen sollte. Hier so in der Schule will jeder schon zeigen, dass er vielleicht cool und stark ist. Und das finden die, glaube ich, die Schüler heute sehr früh. Also sobald die, glaube ich, von der Grundschule hierher kommen, sehen die Älteren, wollen die auch schon so sein. Deswegen, ich glaube auch, dass es jetzt immer früher geworden ist, dass die versuchen, sich selbst zu finden und den anderen auch zu zeigen, ja, die coole Seite zu zeigen, aber nicht die Schwächen. Auch Matthias Ganske geht auf die kooperative Gesamtschule in Neustadt. Und auch der 12-Jährige geriet nach dem Selbstmord von Robert Enke in eine tiefe seelische Krise. Wie sein großes Vorbild spielt Matthias im Tor. Ja, ein sehr guter Spieler, zu dem man aufschaut. Ein sehr netter Mensch, der auch sehr viel für andere getan hat. Der auch auf dem Boden geblieben ist, als Sportler. Die Anlage des STK Alvese. Nur wenige hundert Meter entfernt nahm sich Robert Enke das Leben. Für die Einwohner des kleinen Ortes ein Schock. Das abendliche Training wurde abgebrochen. Die freiwillige Feuerwehr eilte an die Unglücksstelle. Auch der Vater von Matthias. In den Familien begann damals eine schwierige Zeit. Das Sprechen über Traurigkeit, Schmerz und Verlust war plötzlich für viele Monate an der Tagesordnung.
auch bei Matthias. Ich war immer nur fassungslos und ich muss das erstmal verarbeiten. War ja dein Vorbild, der Torwart in Nummer 1. Wie geht denn das Verarbeiten? Ja, am Kopf durchgehen und ja. Klingt ja so einfach, ne? Im Kopf durchgehen, so. Ja, ist es aber gar nicht. Nee. Was ist das Schwere daran? Ja, dass dein großes Idol gestorben ist. Ich war nur traurig und hab mir gedacht, das Leben muss weitergehen. Auch wenn dein großes Idol gestorben ist. Trotzdem geht das Leben weiter. Aber dein Leben ging nicht so einfach dann weiter. Nee. Mit dem Tod von Robert Enke war vieles in der Welt von Matthias in Frage gestellt. Dazu kamen Probleme in der Schule. Der 12-Jährige wurde gemobbt. Die Familie musste um ihren älteren Sohn lange bangen, erzählt Stefanie Ganske, seine Mutter. Komm, André, rüber. Wir waren auch hier bei der Stelle, wo er sich umgebracht hat. Wir waren am Bahnhof, wir waren in Hannover am Stadion. Und er hat bitterlich geweint, immer wieder. Und auch zu Hause hat er immer wieder geweint. Und ich denke mir mal, irgendwo hat er gesehen, der Mensch hat Probleme. Die gleichen habe ich auch. Und daraufhin, denke ich mir mal so, hat er sich gedacht, ja, dann mache ich es halt auf diesem Wege und gehe den gleichen Weg. Er war einmal schon unterwegs, er wollte zur Bahn, weil wir wohnen da ja nicht weit von entfernt. Und da hat er sich aber überlegt, halt Moment, Papa ist bei der Feuerwehr und was passiert dann, wenn er mich findet? Heiko Ganske war einer der Ersten, der mit der Freiwilligen Feuerwehr an den Bahngleisen war. Auch ihm ging der Tod von Robert Enke sehr nah. Doch vor allem Matthias brauchte Hilfe. Es war so, dass er sich Hilfe über seine Mitschüler geholt hat. Ja, und dann hat die Lehrerin mich angerufen und für mich war es gar keine Frage. Das Kind muss halt eingewiesen werden, sonst habe ich kein Kind mehr. Ich wollte da eigentlich nur wieder weg. Ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ich habe an meine Freunde, habe ich gedacht. Was die jetzt wohl so denken. Es war zwar eine Auszeit, es war zwar gut, aber trotzdem, ich war von Familie abgeschnitten, ich war von Freunden abgeschnitten. Was war an der Auszeit gut? Ja, dass man über alles nachdenken konnte. Das ist halt ein Thema, worüber man kaum spricht. Nach Enke hat man halt ein bisschen mehr drüber gesprochen, aber danach auch schon nicht wieder. Schon ein 12-Jähriger spürt, wie wenig die Gesellschaft mit Problemen depressiver Menschen anfangen kann. Ich schreibe die Geschichte von Matthias auf, schicke sie Hannover 96. Vielleicht entsteht daraus ein Kontakt, hoffe ich. Vielleicht sogar ein Gespräch mit Robert Enkes Nachfolger im Tor. Man wolle es sich überlegen, heißt es im Verein. Ich verabrede mich mit Ulrich zu Nieden. Seit mehr als 4 Jahrzehnten fotografiert er alle Spiele und alle Trainingseinheiten von Hannover 96. Seine Bilder von Robert Enke und dessen Tochter Lara sind berühmt geworden. Hat sich nach dem Selbstmord der Nummer 1 im Tor in der Welt des Fußballs etwas verändert? Ich kann mich an keine Situation im letzten Jahr erinnern, wo ich gedacht habe, hoppsa, da tut sich was Tolles. Die Gesellschaft nimmt es zwar unheimlich dramatisch, was da an dem Tag passiert, aber 72 Stunden später ist Alltag. Dreht sich um verschossene Elfmeter oder nicht vorhandene Fitness oder ein Teamgeist, der nicht mehr funktioniert oder der Gott sei Dank wieder funktioniert.
Der Job ist einfach mit so viel Geld verbunden, dass dann sofort Ellenbogen gebraucht werden. Der Sport lebt davon, dass Sieger bejubelt, umjubelt, hochgejubelt werden. Robert Enke ist für mich einer, der diesen totalen Jubel in Anführungsstrichen abholen verdient hätte, nicht gelebt hat. Das heißt, ich bin traurig. Punkt. Sommer 2010, die Fußball-WM in Südafrika. Deutschland gewinnt 1:0 gegen Ghana, zieht in die Endrunde und belegt am Ende den dritten Platz. Bundespräsident Wulff verleiht Bundestrainer Löw das Bundesverdienstkreuz und an die Nationalspieler das silberne Lorbeerblatt. Ein Wort des Gedenkens an Robert Enke gibt es in den feierlichen Reden nicht. Die ehemalige Nummer 1 im Tor längst vergessen. Die Weltmeisterschaft ist vorbei, aber sie bleibt werbetauglich, sogar im Bestattungsgeschäft. Wieder geht es um das Finale, ein Endspiel, das man selbst bestimmen könne. Robert Enkes Verein Hannover 96 hat den Abstieg aus der ersten Bundesliga gerade noch abgewendet. Spieler und Fans sind erleichtert, auch ich selbst. Die Seele der Mannschaft doch noch am Leben. Man kann wieder aufatmen, im Stadion oder davor auf dem Rummelplatz. Die Straße dazwischen will die Stadt nach Robert Enke benennen. An ihn denken wir heute Abend. Ich erinnere mich an den ersten Tag nach Enkes Tod. Am Mittag die bewegende Pressekonferenz mit Theresa Enke. Am Abend spricht die evangelische Landesbischöfin Margot Käßmann auf einem Trauergottesdienst. Wie traurig ist es, dass jemand nicht wagen kann, über Depression und Krankheit zu sprechen, weil unsere Gesellschaft das als Schwäche ansieht? Trotz ihrer Trauer setzt Theresa Enke später ein Zeichen mit der Robert-Enke-Stiftung. Das Ziel: mehr Aufmerksamkeit, mehr Hilfe für Menschen mit Depression. Doch schon in der Stiftung selbst fehlt es an Sensibilität und Fingerspitzengefühl. Ausgerechnet Martin Kind, der Präsident von 96, kritisiert öffentlich das persönliche Umfeld des Torwarts. Hätte es anders gehandelt, würde Enke vielleicht sogar noch leben, maßt er sich an. Als Joachim Löw, der Bundestrainer, Robert Enke für zwei wichtige Vorbereitungsspiele der Nationalmannschaft eine Absage erteilte, schwieg Martin Kind. Während die übrigen Nationalspieler im Trainingslager waren, nahm sich ihr Torwart am 10. November 2009 das Leben. Der damalige 96-Trainer Andreas Bergmann führte nach dem Gottesdienst den Trauermarsch an. Er war im Verein der Einzige, der die Entscheidung von Bundestrainer Löw offen kritisierte. Wenige Wochen später wird er von Präsident Martin Kind entlassen, wegen Erfolglosigkeit. Nach Enkes Selbstmord hatte die Mannschaft kein Spiel mehr gewonnen. Acht Monate nach dem Trauergottesdienst treffe ich mich mit Margot Käßmann. Ich frage sie, ob sich die Gemeinschaft nach Enkes Selbstmord verändert hat. Für mich ist das abgrundtief traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die für sich sagt, die Leistungsstarken, die Schönen, die Guten, die Reichen, die stehen im Mittelpunkt und das ist dann ein gelungenes Leben. Aber ein Leben mit Brüchen, mit Schwächen, mit Krankheit, mit Behinderung, das ist kein gelungenes Leben. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Innehalten, das ich gespürt habe bei dieser Trauerfeier Enke und auch in den Tagen, die da waren, dass das dazu geführt hätte, mehr Sensibilität für Menschen, die nicht mithalten können, so zu öffnen, dass keine Fassade aufgebaut werden muss. Ich fürchte, ganz viele leben jetzt wieder mit dieser Fassade nach außen. Ganz stark, ganz klar, ganz erfolgreich. Und innen zerbricht die Seele. Und so kann ein Mensch nicht leben. Also das, was ich christlich Nächstenliebe nenne, würde ich umgesetzt eine solidarische Gesellschaft nennen. Und dann müsste ich über Schwäche reden können und mich nicht schämen, wenn ich einen Therapeuten brauche. Dann muss ich nicht in Scham versinken, wenn ich irgendwo es nicht mehr schaffe. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Gesellschaft sich entzweit. Persönlich hoffe ich, dass der Tod von Robert Enke
Depression aus der Tabuzone geholt hat. Dass Menschen eher wagen, darüber zu sprechen, ich habe eine Depression und das ist eine Krankheit. Ich bin nicht mal ein bisschen depressiv, sondern hier ist ein Krankheitssymptom. Und das finde ich wichtig für die Anerkennung, zu sagen, nicht reiß dich zusammen, sondern das ist tatsächlich etwas, wo du eine Therapie brauchst und du brauchst dich dafür nicht schämen. Die Anerkennung, die Margot Käßmann fordert, gibt es gerade in der Arbeitswelt selten. Um nicht aufzufallen, greifen die depressiv Erkrankten oft zu Alkohol oder nehmen regelmäßig Medikamente. Davon profitiert auch die Pharmaindustrie. Sie macht Milliardengewinne. Gerade der psychiatrische Bereich ist für sie ein lukrativer Markt. Je nachdem, wie schwer und wie tief sie ist, verändert sie tatsächlich die Hirnchemie. Und dann kann es sein, dass wir Medikamente brauchen, damit wir die Menschen sozusagen aus dem zweiten Untergeschoss wieder auf Erdgeschossebene holen können, um mit ihnen weiterzuschauen. Aber Medikamente sind keine Ursachenbehandlung. Medikamente sind nur eine Symptombehandlung. Ohne eine ganz konkrete Arbeit an dem, was das Leid ausmacht, wird es nicht besser. Doch welcher Arzt erkennt, dass sich hinter Herz- und Rückenschmerzen, Magen- und Darmproblemen oder Schlaflosigkeit womöglich ein psychisches Leiden verbirgt? Gerade Hausärzte wie Thomas Perau aus Alvese tragen eine große Verantwortung. Aber es bleibt kaum Zeit für ein eingehendes Gespräch mit den Patienten. Deswegen hat auch er sich dem Protest der Hausärzte in Deutschland angeschlossen. Wenn Politiker, Krankenkassen und Ärztevertreter auch in Zukunft die sogenannte sprechende Medizin zugunsten einer monströsen Apparatemedizin vernachlässigen, wird die Gesellschaft das Volksleiden Depression nicht in den Griff bekommen. Wir haben doch Gelder da, die werden nur nicht in die Medizin gesteckt. Wollen wir wirklich schlechte Medizin? Und auf dem Land, dass die alten Leute nicht mehr versorgt werden, was wollen wir denn? Auf der Protestveranstaltung zeigt auch Thomas Perau seine Wut über die Gesundheitspolitik in Deutschland. Das ist das Problem, das ich jetzt 12 Jahre kenne. Immer wieder Veränderungen, immer wieder schlechtere Situationen, mit denen wir arbeiten müssen und leben müssen. Auch nicht nur für die Ärzte, sondern auch für die Patienten. Und irgendwann hat man genug vom Niedergeschlagensein und sich niederschlagen lassen durch politische Veränderungen, durch diese Dinge, die da eben passieren. Und man resigniert. Und man resigniert hoffentlich nicht während der Arbeit. Die Hartwald-Klinik in Bad Swesten. Zugleich akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Marburg. Dieses Jahr, dass sich alle dann darauf schmeißen. Die Medizinstudenten, die ich hier treffe, wollen gerne Arzt werden. Aber um die erschwerten Arbeitsbedingungen wissen sie auch. Oft ist ein hochbezahlter Job in der Forschung die Alternative. Assistenzärzte, die dann bis 8 Uhr arbeiten, obwohl die schon seit 4 Stunden Schluss haben oder weil die sonst nicht zurechtkommen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und dann kann man auch nicht mehr so viel leisten einfach, weil man dann einfach fertig ist. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum so viele Leute ins Ausland gehen, einfach weil die Arbeitsbedingungen besser sind. Es geht gar nicht so sehr um das Geld, sondern einfach, wenn man als Hausarzt halt irgendwie nur 10 Minuten Zeit hat pro Patient, weil man nur eine Fallpauschale von 35 Euro im Quartal kriegt, das ist einfach echt schwierig. So manche sogenannte Gesundheitsreform wartet noch auf die jungen Mediziner. Irgendwann werden dann auch Sie einen Patienten behandeln, der an einer Depression leidet. Wir haben auf der einen Seite die sicherlich vorhandene, kompetente Behandlung einer Depression, die aus verschiedenen Ebenen zusammengesetzt ist. Und wir haben die Situation am Arbeitsplatz, bei Großunternehmen, bei Verkäufen und so weiter und so fort. Diese Dinge laufen parallel nebeneinander her. Und dazwischen wird derjenige, der depressiv ist, zermalmt. Und das ist eine Utopie, die hoffentlich mal besser wird oder sich ändern lässt, dass auf der einen Seite die kompetenten Mediziner und auf der anderen Seite der Arbeitgeber oder die Industrie oder wer auch immer miteinander reden. Das wird es in der heutigen Welt und in der zukünftigen Welt und in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft nicht geben. Wir sind globalisiert. Was interessiert denn dann? Was interessiert uns die Depression des Einzelnen, auch wenn sie potenziert?
Die Worte des Mediziners klingen noch lange nach. Bevor sie zermalmt werden, müssten die Depressiverkrankten wohl selbst handeln, sich wehren. Doch wie soll das gehen in all ihrer Erschöpfung? Birgit Köster geht es besser. Ihre Offenheit hat ihr nicht geschadet, aber nach einem halben Jahr Psychotherapie hat sie Post bekommen von ihrer Krankenkasse. Also so einen Satz zu lesen wie meine Erwerbsfähigkeit ist gefährdet, das ja, finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass man nach einem halben Jahr schon so ja, den Eindruck macht. Und ich habe von mir selber gerade den Eindruck gar nicht, dass meine Erwerbsfähigkeit so gefährdet ist. Eigentlich hat die Floristmeisterin 1,5 Jahre Anspruch auf Krankengeld. Doch die Krankenkasse prüft, ob für den Patienten eine sogenannte Teilhabe am Arbeitsleben überhaupt zu erwarten ist. Denn im Fall einer verminderten Erwerbstätigkeit wäre die Rentenversicherung zuständig. Ein Gewirr von Institutionen. Dabei möchte Birgit Köster endlich wieder tätig sein. Etwas mit Blumen, mit Natur, mit Leib und Seele. Depression ist eine leise, fast unsichtbare Krankheit. Die Zahl der Betroffenen kann sich bis zum Jahr 2020 verdoppeln, warnt die Weltgesundheitsorganisation. Doch von den politisch Verantwortlichen gibt es wenig Unterstützung. Zwischen Sparbeschlüssen und Patientenabschöpfe bleiben die seelisch Kranken auf der Strecke. Sie haben keine Lobby. Was finden Sie daran, begann das ungefähr, dass das mit diesen depressiven Symptomen für Sie... Ein Angebot der Hilfe vermitteln in Deutschland vor allem die Bündnisse gegen Depressionen. In der Region Hannover wird die Einrichtung in Zukunft auch von der Robert-Enke-Stiftung gefördert. Theresa Enke hatte sie nach dem Selbstmord ihres Mannes gegründet. Auch mit dem Ziel, das Thema Depression in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist eine Erkrankung, an der immerhin bis zu 15% der betroffenen Patienten versterben. Das ist also sehr, sehr ernst zu nehmen als Risiko. Es ist umso wichtiger, und da liegt auch der Kern unserer Arbeit, die Depression möglichst früh zu erkennen, dass sie sich also nicht, wie Sie sagen, im Schatten quasi über einen längeren Zeitraum schon fast chronifizieren kann und nicht behandelt wird. Wir wissen, dass wenn die Depression recht früh erkannt wird, möglichst früh auch adäquat behandelt wird, die Chancen sehr, sehr gut sind, dass sie sich nicht in irgendeiner Form chronifiziert oder eben in einer extremen Form verschlechtern muss. Und ich glaube, dass gerade auch die Arbeit der Robert-Enke-Stiftung da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leistet, im Hinblick auf Aufklärung über diese Erkrankung tätig zu werden. 10 Monate nach dem Tod von Robert Enke. Die Aufrichtigkeit der Patientin auf meiner Reise hat mich überrascht. Aber mit dieser Ehrlichkeit kann die Gesellschaft wenig anfangen. Weder in der Arbeitswelt noch im Profisport. Auch der Fußball ist eine einzige Kapitalanlage geworden. Das weiß Ulrich zu Nieden, der Sportfotograf. Und das haben inzwischen auch Matthias Ganske und seine Mutter erlebt. Mein Brief an den Verein hat nichts bewirkt. Der Wunsch des Jungen, sich einmal mit der neuen Nummer 1 im Tor von Hannover zu treffen, abgelehnt. Gehört zu wem diese? Hallo. Nur knapp dem Abstieg aus der ersten Liga entronnen, sind Depression und Enke kein Thema mehr, wie Trainer Mirko Slomka in einer Fernsehsendung sagt. Dabei hätte gerade Hannover 96 im Profifußball ein Vorreiter sein können für einen neuen, vertrauensvollen, menschlichen Umgang mit Depressiv- oder anders gefährdeten Spielern. Eine wichtige Chance vertan. Oktober 2010, das Diözesanmuseum in Osnabrück. Eine Ausstellung mit dem Titel Fußball und Religion. Auch ein Teil der Trauerbekundungen für Robert Enke ist zu sehen. Matthias Ganske hatte sich damals in das Kondolenzbuch eingetragen und sein Torwart-Käppi vor dem Stadion abgelegt. Die Zeit der akuten Depression ist vorbei, sagt seine Mutter. Noch immer ist ihr Sohn in psychotherapeutischer Behandlung. Robert Enke wird für Matthias auch in Zukunft unvergessen sein.
Ja, so die, das kommt alles wieder hoch, ne? Ein Jahr ist seit dem Tod von Robert Enke vergangen. Am 10. November 2010 kommen in Hannover wieder viele Menschen zusammen, um zu zeigen, dass sie die Nummer 1 im Tor nicht vergessen haben. In einem kleinen Zelt vor dem Stadion sind einige Trauerbekundungen aus dem Osnabrücker Museum aufgehängt, Schals und Briefe, Zeichnungen und Fotos. Auch Birgit Köster treffe ich dort. Für die Trauerfeier hatte sie den Blumenschmuck zusammengestellt, auch den Kranz der Bundesregierung. Über ihre eigene Depression hatte sie damals nicht gesprochen. Das ist heute anders. Ein neues Selbstbewusstsein, trotz der Traurigkeit. Ich habe weitergelebt, aber er nicht. Trotzdem denke ich mir, in Ihnen ist eine Kraft gewachsen. Oder ist das, meine ich, will ich es nur so wahrhaben? Ja. Bestimmt schon. Aber ja, für mich war es ja auch einfacher, einfach auch aus dem Arbeitsleben einfach auszusteigen, mal für einen Moment. Und ich habe gerade die letzten Tage auch viel darüber nachgedacht, dass ja für Robert Enke das nicht so einfach war, weil der Druck einfach so groß ist. Und nur ich glaube, jeder einzelne Betroffene, der muss halt ja stark sein und sich auch trauen, mit der Krankheit offen umzugehen. Die Fans von Hannover 96, aber auch Patienten, Therapeuten und andere hofften, dass die ehemaligen Mitspieler von Robert Enke aus Anlass des ersten Jahrestages etwas Persönliches in der Öffentlichkeit sagen würden. Doch sie wurden enttäuscht. Niemand aus der Mannschaft hatte den Mut oder vom Verein die Erlaubnis. So sind es vor allem die Depressiven selbst gewesen, die aus dem Schatten von Robert Enke getreten sind und aus ihrem eigenen Schatten. Von den anderen erwarten sie einen sensiblen Umgang mit seelischen Krankheiten. Auch von einem Unternehmen, das seine Werbung im Stadion sogar noch während der Fernsehübertragung der Trauerfeier präsentiert hatte. Nur ein Beispiel im öffentlichen Leben für weniger Anstand, weniger Achtung, weniger Netto vom Brutto der Seele. Ulla Stumm ist wieder in der psychiatrischen Klinik in Königslutter. Wie so oft in ihrem Leben ein Rückschlag. Ich besuche sie auf der Station. Sie erzählt mir von ihrer Krise. Der Schmerz hat sie wieder eingeholt. Und doch gibt es auch Grund zur Zuversicht. Auf jeden Fall habe ich es diesmal geschafft, hierher zu kommen, bevor ich mir eine Glatze geschnitten habe und bevor ich einen Suizidversuch gemacht habe. Und das finde ich schon als Fortschritt, dass ich also nicht mehr so, dass ich vorher gebremst habe und gesagt habe, es geht nicht mehr. Und ich ja eben auch Ärzte in der Ambulanz hatte, die das gemerkt haben und gesagt haben, kommen Sie wieder so schnell wie möglich. Und das ist vielleicht auch so ein Appell an Depressive, nicht so lange zu warten, sich früher Hilfe zu holen. Trotz der Last der Depression gibt Ulla Stumm nicht auf. Sie will sprechen, sich mitteilen, am Leben bleiben.